Das ist der größte Erfolg meines Lebens. Endlich. Ich habe es endlich geschafft. Quasi über Nacht bin ich so erfolgreich wie nie zuvor. Ich habe vor lauter Blödheit gar keine Ahnung, wohin mit dem ganzen Ruhm, mit dem Einfluss, mit dem Erfolg. Okay, Butter bei die Fische. Das ist nicht mein Camper, sondern ein gemieteter Wagen und den habe nicht mal ich gemietet, sondern mein Partner. Finanziell gesehen kann ich zu diesem großen kleinen Abenteuer nichts beisteuern. Und das ist ja im Prinzip das genaue Gegenteil von erfolgreich. Oder? Also wenn man nach meinem 26-jährigen Ich geht, dann bin ich auf jeden Fall gescheitert, denn da war der Erfolg ganz klar definiert mit einer richtig fetten Karre, jede Menge Kohle und übelst heißen Boyfriend. Aber in diesen 10 Jahren hat sich extrem viel getan, nicht nur hier, sondern hier. Und meine Sicht hat sich so sehr verändert, dass ich behaupte, dass ich mit knapp 600 Euro auf dem Konto, 500 Euro Einkommen und keinem Job in Aussicht, mich selbst trotzdem als sehr erfolgreich erachte. Let me tell you why. Menschen, die ihren Erfolg an genau diesen Faktoren bemessen, an Ruhm, an Einfluss, Geld, überhaupt Materielles, Statussymbole. Und ich habe auch sehr lange danach gestrebt, weil ich eben dachte, dass man das so macht. Erfolg ist gleich Geld. Und erst in den letzten Monaten habe ich eine völlig neue Perspektive auf Erfolg kennenlernen dürfen. Was ist, wenn richtiger Erfolg ganz anders aussieht? Was, wenn es eher darum geht, ein reguliertes Nervensystem zu haben, sich nicht mehr mit anderen zu vergleichen, in der Lage zu sein, für sich selbst einzustehen, liebevoll mit sich selbst reden zu können, loslassen zu können, den eigenen Wert erkennen und leben, authentisch bleiben, gesunde Grenzen zu kommunizieren und zu leben und überhaupt ein Leben zu leben, das für einen selbst Sinn ergibt. Wenn ich mir diese Punkte so anschaue, dann kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass ich vielleicht noch nicht mein gesamtes Potenzial dahingehend ausgeschöpft habe, aber erfolgreicher als jemals zuvor in meinem Leben bin. Und ich muss sagen, genau das fühlt sich richtig, richtig gut an. Yours, bitches, I'm like rich, bitch. Rich, bitch. I'm a rich, bitch. I'm motherfucking rich, bitch. I'm a rich, bitch. I do my own thing. When the phone rings. Maybe your answer. Maybe a bus.
I'm busy. Like, I'm busy.